Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Teste dich! Ja! Traum Girl dieses Mal! Richtig! Aber auch Boy. Also und Boy, ja, weil. Wir drehen halt einfach um. Ich hatte letztes Mal bei Digimon einen Jungen und er ein Mädchen und diesmal möchte ich mal einen Digimon Girl haben. Und ich will einen süßen Boy. Richtig! Und deswegen finden wir jetzt raus, wer ihr Digimon Girl ist als erstes. Ja. Welches Digimon Girl passt am besten zu dir? Ist es die vernünftige Sora? Die modebewusste Mimi? Die vorlaute Yoli, die stolze Rika oder die zielstrebige Zoe? Wenn du alle Fragen ehrlich beantwortest, bekommst du auch eine ehrliche Antwort auf die Frage. Ich möchte Zora, weil dann kann ich nämlich mit Biomon spielen. Du musst aber ihre Gefühle gestehen, das ist ja dann deine Freundin. Okay, Hauptsache ich kann mit Biomon spielen. Okay, werden wir herausfinden, ob es Zora wird. Wieso machst du überhaupt diesen Test? Weil es doch irgendwie lustig ist. Aus purer Langeweile. Ich möchte hier wissen, ob ich zu Zoe passe oder nicht. Das ist wohl so ein Zoe-Boy. Scheinbar. Es gibt doch eine Menge süßer Digi-Ritterinnen. Das ist ein komisches Wort, Digi-Ritterinnen. Und so kann ich mich endlich entscheiden. Weil ich gerne wissen möchte, zu welcher Digi-Ritterin ich am besten passe. Also da ich ja so ein Draufgänger-Typ bin, es gibt doch eine Menge süßer Digi-Ritterinnen. Okay. Ja. Sag mal zehnmal hintereinander Digi-Ritterinnen, digitieren digital. Digi-Ritterin. Wie sollte dein Traumgirl sein? Stolz, impulsiv und süß, schön, selbstbewusst und ehrlich, aufgeweckt, abenteuerlustig und klug, sportlich, liebevoll und vernünftig, temperamentvoll, zielstrebig und hilfsbereit. Ich glaube das Letzte. Das ist wahrscheinlich Zoe. Oh, ich mag Zoe nicht. Welchen Digi-Ritter ähnest du am meisten? Ryo Akiyama? Wer war Ryo Akiyama denn noch? Ich überlege es auch gerade. Ist das aus der dritten Staffel? Da sind mir die Namen nämlich nicht so hängen geblieben. Kann sein. Joey Kido, Matt Ishida oder Koji Minamoto? Also Staffel 3, 2, 1, 1, 4. Ich bin der Digimon-Kaiser. Du bist Ken. Ich bin Ken. Okay. Ich mochte Ken. Ken war cool, das stimmt. Welche Farbe gefällt dir am besten? Blau-Rot, Gelb-Violett, Schwarz-Grün, Grau-Pink, Dunkelblau-Weiß? Also eigentlich Schwarz-Lila, also nehmen wir Schwarz-Grün. Okay. Welches Tier gefällt dir am besten? Phönix, Katze, Adler, Fuchs oder Schmetterling? Phönix. Gute Wahl, finde ich auch. Welches Sternzeichen bist du? Wassermann, Löwe, Fische, Krebs, Waage, Widder, Schütze, Jungfrau, Zwilling, Skorpion, Steinbock, Stier? Ich bin Waage, Widder, Schütze. Oh, jetzt könnt ihr deuten. Ich bin alles drei. Welches Digimon hättest du gerne als Digimon-Partner? Angewomon oder Togemon? Ich habe keine Ahnung. Justimon oder Taomon, was weiß ich. Ich glaube nicht, dass Heismon so geschrieben wird. Ich weiß es nicht. Das ist die Entwicklung von hier Hawkmon. Ja. Oder Shurimon, ja, das ist ja. Lobomon oder Sephirmon, weiß ich gerade auch nicht, wer es ist. Oder Garudamon oder Flamedramon. Garudamon ist die letzte Stufe von Biomon. Ja, natürlich. Okay. Wie bist du? Sportlich, klug und nachdenklich? Cool, beschützend und stolz? Zurückhaltend, gut aussehen und stark? Nett, talentiert und zuverlässig, mutig, impulsiv und leicht gereizt. Also ich bin klug, cool, gut aussehend, nett, talentiert, zuverlässig, aber ich bin auch... und gut aussehend. Da muss gut aussehend hinter. Ja! Welcher Digimon-Song gefällt dir am besten? Falsche Freunde, Sei frei, Wie stark ist dein Digimon, Geschichten ohne Ende, Mimis Song. Leb deinen Traum, der ne wird wahr. Der ist nicht dabei. Also wie stark ist dein Digimon? Ist relativ scheiße. Falsche Freunde ist okay, Sei frei. Bin ich gerade nicht sicher. Ich erinnere mich tatsächlich gerade einfach nur an den Song von Mimi. Geschichten ohne Ende ist der aus Digimon Frontier, wo die Baby-Digimon alle die königlichen Ritter angegriffen haben und dazu kam der Song Geschichten ohne Ende hast du erzählt. Also ja, das war voll schön. Aber ich glaube, es ist Mimis Song. Okay. Der ist auch nicht schlecht. Aber bei Sei frei weiß ich gerade echt nicht, welcher das ist. Auch nicht. Das gucken wir kurz nach. Oh! Fantastisch! Chicken McNugget Classic! Okay. Oh, doch, der war eigentlich ganz gut. Ah, doch, stimmt. Doch, der Song war gut. Der war. Also, na gut, du antwortest ja, aber. Auf die Reise! Oh ja, ja, doch, doch. Schrei. Und es wird Wirklichkeit. Okay, Copyright Strike. also bist du trotzdem Mimis Song. Ja. Welches Anime-Girl findest du am schönsten? Jen, die Kamikaze, die... Okay, es geht nicht mehr um Digimon. Ah. Emily aus Doremi?
Nami aus One Piece. Schon mal nein. Du meinst also Fanservice aus One Piece. Jetzt habe ich das aus Versehen. Mai Valentine. Sanguo aus Inuyasha. Mai. Ich kenne tatsächlich gerade nur die beiden. Also Mai. Ja. Jenny Kamikaze, die bin. Oh, sag mir was. Aber ich weiß nicht, wie die aussieht. Nee, das sagt mir jetzt auch nichts. Also ich nehme Mai. Also Mai, okay. Ja. Dann bekommst du. Mimi Takikawa. Sie ist modebewusst, hübsch, aber ein bisschen zickig. Aber du stehst auf sowas, nicht wahr? Mit ihr könntest du die ganze Zeit quatschen und dir würde nie langweilig werden. Okay, cool. Ich habe also Mimi. Also 30% hättest du... Sora. Sora? Weißt du, zu wem du passt? Nicht. Dann 20% Yoli, 10% Kochi, 0% Rika. Bitte schön. Gib mir die Maus. Ich gebe dir die Maus. Okay. Welcher... Welcher Digimon Boy passt zu dir? Ehrlich gesagt, manche Digi-Ritter sind ganz schön süß. Aber fragst du dich auch manchmal, welcher Digi-Ritter sein Herz an dich verlieren würde? Ja, bitte! Vielleicht ist es der coole Kochi. Verliebt sich der warmherzige Takeru? Ich will nicht Decay. Ah, das ist Decay. Ich muss aber. Moment. Hallo, ich heiße Takeru Takaishi und ich gehe in die zweite Klasse. Ich finde es jetzt heraus. Nicht nur zur Info, der war später älter, also es wäre dann kein Zweijähriger. In der zweiten Staffel war er älter. Wieso möchtest du eigentlich eine Digi-Ritterin werden? Weil ich meinen Penis loswerden will, Mann. Achso, okay. Das ist doch logisch. Ich begebe mich immer in Gefahr, damit mich mein Schwarm retten kann, der natürlich auch ein Digi-Ritter geworden ist. Oh Mann, das wäre so überhaupt nicht... Das ist voll Plot. Und damit ich meine Familie schützen kann. Damit ich meine Freunde immer beschützen kann und mit meinen Digimon Spaß haben kann. Damit ich mich für die Gerechtigkeit einsetzen kann. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich eigentlich keine Digi-Ritterin werden. Ich will meine Freunde beschützen und mit meinem Digimon Spaß haben. Okay. Das klingt nach einer guten Antwort. Okay, dann sag mir, welches Digimon-Girl bist du denn? Mimi Tashikawa, Izumi Iromoto, Hikari Kamiya oder Yuri Katu? Wie wird sie? Ich glaube nicht, dass die so geschrieben wird. Nee. Die ist doch... Ja, egal. Okay, wir haben die Seite mal kurz neu geladen. Izumi... Also Hikari ist Kari. Yuri... Ach, das ist so. Ach, das ist Zoe. Ich finde Zoe cool tatsächlich. Ich mag Zoe. Ach ja, Entschuldigung. Welche Zoe nehmen wir? Die obere oder die untere? Obwohl Mimi ist... Nein, weißt du was? Ich finde Mimi cooler. Aber ich bin nicht wie Mimi. Doch, nein, ich nehme Zoe. Okay. Bei welchem Digimon fühlst du dich am wohlsten? Wolfmon, Vritramon, Löwemon. Lach nicht, Löwemon gibt ja, es. Ja, aber es wird nicht so geschrieben, glaube ich. Nein, wahrscheinlich nicht. Galantmon oder Angemon? Ich weiß gerade nicht, wer Wolfmon und Vritramon sind. Aber ich glaube, bei Angemon sollte man sich doch wohlfühlen, oder? Ich meine, das ist ein fucking Engel. Ich will aber nicht TK, ach egal. Auf welche Musik stehst du? Rock, J-Pop, Agro-Berlin. Ach, was ist denn Agro-Berlin? Was geht ab, Berlin? Seid ihr gut drauf? Oder Pop? Gar nichts davon. Such dir eins aus. Pop, denke ich. Okay. Wie müsste denn dein Freund sein? Unnahbar, cool und eigenbrötlerisch. Freundlich, erwachsen und nachdenklich. Stur, tonangebend und mutig. Gerecht, klug und sportlich. Oder aufrichtig, verspielt und sensibel. Aufrichtig, verspielt und sensibel. Oh. Ja, ich wäre ganz süß. Okay. Welchen Digi-Ritter kannst du gar nicht leiden, hä? Ich mag eigentlich alle. Das ist eine schwere Frage. Alle sind doch irgendwie auf ihre Art sympathisch. Daisuke, weil er immer seinen Kopf durchsetzen muss. Er ist Daisuke. Ich glaube, wahrscheinlich ist es... Google mal. Ach, Davis. Davis, okay. Ah. Gott, schreib doch die deutschen Namen hin. Also manchmal... Du hast die anderen an, noch nicht vorgelesen. Ach ja, manchmal kann Koji ganz süß... ganz schön egoistisch sein, aber trotzdem finde ich alle ganz in Ordnung. Takuya, weil er sich immer in jede Gefahr stürzt. Also von denen mag ich alle. Aber Davis war zwischendurch schon ab und zu mal ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also Daisuke. Daisuke wahrscheinlich, weil Daisuke. Du bist doch stumm. Ja, okay, stimmt. Okay, welches Sternzeichen bist du und welches Sternzeichen ist deinem Sternzeichen nahe? Ja, ich bin Mikrowelle, das ist irgendwo dazwischen.
Wassermann, Schütze, Jungfrau, Skorpion, Widder, Waage, Steinbock, Krebs oder Fische, Stier? Jungfrau, Skorpion. Jungfrau. Wie groß sollte denn dein Freund sein? 1,50? 1,55? Was? 1,65? 1,45? 1,55 oder 1,60? Das ist alles ziemlich klein. Ich möchte mal damit betonen, dass das alles immer noch kleiner ist als ich. Und sie ist sehr klein. Und ich bin 1,66 groß. Ich bin fast, also ich bin knapp 1,90. Ja, ich würde mal sagen, bei Traumboys sind so ein ganz großer, so 1,60 schon. 1,65. Oh, okay, fast so groß wie ich. Das Welcher Gegner war für dich der schlimmste? Duskmon, D-Reaper, Lucemon. Lucemon ist die auf dem Bild. Ja. Cherubimon wird nicht so geschrieben. Black War Greymon. Oh, Black War Greymon war so cool. Das stimmt. Wer war D-Reaper und wer war Duskmon nochmal? Können wir das bitte kurz googeln? Ach, das war Koichis Spirit. Mhm. Oh, der war voll OP, obwohl er nur ein Haar-Spirit war. Ja, die Leute kennen sich aus. Ach, das war dieses riesige Ding aus der dritten Staffel, was über mehrere Staffeln hinweg einfach nur da war. Stimmt. Tatsächlich, also OP war von dem, also am OP-sten war, glaube ich, entweder... Ja, okay, Lucemon war auch ziemlich krass, aber die musste erstmal die Daten einsammeln. Ich glaube, die krassesten waren D-Reaper und Duskmon, aber der schlimmste im Sinne von... Im Sinne von was der schlimmste? Für dich. Der stärkste. Ja. Ich glaube, Duskmon. Also würde ich jetzt sagen. Ja, Duskmon war unfassbar OP. Aber als Koji dann die Doppel-Spirit-Digitation gemacht hat, war er circa gleich stark. Und mit der Doppel-Spirit-Digitation, ich weiß, jetzt kommt hier das Nerdwissen, müsste er an sich schwächer sein als das Mega-Level. Und mit dem Mega-Level haben sie es gerade mal so geschafft, zusammen mit Krani in der dritten Staffel D-Reaper zu besiegen. Also müsste eigentlich D-Reaper am OP-sten sein. Okay. Ja, das Nerdwissen hier. Welches Wappen sollte zu deinem Freund am besten passen? Freundlichkeit, Freundschaft, Zuverlässigkeit, Mut oder Hoffnung? Mein Freund ist super mutig. Okay. Dann werden wir jetzt sehen, wer dein Freund ist. Okay. Es ist... Takato! Yay! Dein Freund kann schon seine Gefühle zeigen. Das stört dich eigentlich überhaupt nicht. Seine Freunde sind immer das Wichtigste. Und Spaß ist bei ihm auch an erster Stelle. Für sein Alter sollte er noch nicht zu reif sein. Aber dafür ist er umso mutiger. Oh, heiß. Mann. Takato, du bist 10. Scheiße, ich muss erst noch Takeru gehen können. Oder Takuya, oder Koji, oder Koichi. 0% Koichi. Tja, den kriegst du wohl nicht. Aber du kriegst Koichi Takato. Ist doch der coolste von allen. Er ist doch der sensible. Koichiste. Ja, vergessen wir das. Naja. Okay, dann wisst ihr das. Also, tschüss. Ciao. Demnächst geht's weiter mit neuen Traumgirls. Und dann werden es wahrscheinlich hauptsächlich Traumgirls sein. Ja. Tschüssi. Ciao.